Hallo, heute eine Vilesco D222 oder 22EL, je nachdem, wie man sie gerade ausspricht. Ja, eine Maschine wahrscheinlich so aus den 1980er Jahren müsste die ungefähr sein. Unten an der Grundplatte ist von unten eine blaue 85 reingestempelt. Das war mal das Produktionsjahr der Grundplatten. Nehmen wir einfach mal stark an, dass die dementsprechend schon jetzt so knapp an die 35 Jahre alt ist. Sieht aber für ihr Alter richtig gut aus. Sehr schönen Schuss, sehr schön gepflegt, gut behandelt. Keine Rost, keine Spuren. Ein bisschen Ölspuren findet man an der einen oder anderen Stelle. Die Maschine war auch wirklich gut geölt. Ich musste ganz gut putzen. Auch oben auf dem Kessel kaum Flecken. Also ein bisschen polieren musste ich, aber wieder schön sauber geworden. Ja, ihr seht's, Maschine heizt vor. Solange zeigen wir noch mal kurz ein bisschen, was hier rechts noch daneben. Achso, heizt vor und ist auch dicht, ne? Gucken wir einmal kurz. Pfeife ist die Domdampfpfeife, die mit Kettenzug, hat jetzt 1,5 Bar, können wir sie eigentlich auch gleich mal anschmeißen. Das Schöne an der Zweizylindermaschine ist, dass sie auch tatsächlich von alleine anläuft und anspringt. Wir lassen sie mal ganz langsam anlaufen. Ihr könnt sehen, die muss nicht angeworfen werden oder angedreht werden, sondern dadurch, dass es zwei Zylinder sind, ist immer auf einer Seite Schub und die Bewegung zwei doppelt wirkende Zylinder sind, springt die Maschine wirklich immer wieder von ganz alleine an. Und ihr seht, sie läuft wirklich schön. Wir geben mal ein bisschen Drehzahl. Ordentlich, sehr kraftvoll. Wir machen mal kurz ein bisschen langsamer. Kleinen Moment. Wo die Maschine gerade so schön dreht und Druck aufgebaut hat. Sie kommt ja nicht ganz alleine. Es ist einiges an Zubehör dabei. Unter anderem auch ein schwarzer Dynamo mit Lampe. Und dass der läuft. Und ihr könnt sehen, das ist eine Glühfarbenlampe. Das heißt, leuchtet auch in beide Richtungen. Also Dynamo funktioniert. Hier am Dynamo-Gehäuse, ich hoffe, man kann es im Bild sehen, hier ist schon mal repariert worden. Aber tut der Funktion keinen Abbruch. Ja, es ist noch diverses weiteres an Zubehör dabei. Wir lassen die Maschine mal ein bisschen weiterlaufen, dass sie nicht zu viel Druck aufbaut. Also ja, die Maschine lässt sich einschalten und ausschalten per Stecker, der reingesteckt wird oder rausgezogen wird. Sie hat keinen separaten Schalter. Das ist der klassische 220 Volt weiße Stecker dran. 80er Jahre, wie sich das so gehört. Weil sie jetzt so schön Druck hat, lassen wir sie einfach noch mal ein bisschen laufen und zeigen mal, was dabei ist. Ja, es ist einiges an weiterem Zubehör dabei. Wir haben insgesamt 2, 4, 6, 8, 10 Modelle. Wir haben den Dynamo. Wir haben einmal aus der Vilesco Handwerker-Serie den Schmiedemeister. Wir haben einen Betonmischer dabei. Wir haben ein Farbenrad dabei. Eine Kreissäge dabei. Ein Fallhammer dabei. Ein Doppelschleifer dabei. Ich finde sie immer sehr schön. Exzenterstanze ist dabei. Wir haben eine große Transmission dabei. Wir haben eine kleine Transmission dabei. Bei der 222 oder 22EL ist noch eine Transmission hier direkt mit drauf. Das heißt, dort können auch noch Geräte angetrieben werden. Als Zweizylindermaschine hat das Ganze auch genug Kraft, damit ihr das alles betreiben könnt. Ein bisschen original Vilesco Dampfmaschinenöl ist dabei. Ein Trichter zum Befüllen der Maschine ist dabei. Ein Silikonschlauch, um das Wasser abzulassen und rauslaufen zu lassen, legen wir noch mit dabei. Ein paar Dichtungen. Einige Dichtungen habe ich schon erneuert, aber 35 Jahre alt. Da kann die eine oder andere Dichtung noch mal fällig sein. Deswegen legen wir noch mal ein paar Dichtungen dabei, damit ihr das Ganze betreiben könnt. Gibt es einmal, die Packung ist, glaube ich, noch voll und also
Zwei Packungen kurze Transmission müssten dabei sein, insgesamt 10 Stück. Eine Packung extra lange Transmissionen ist dabei. Und damit man das Ganze auch noch ein bisschen schön anrichten kann, sind noch ein paar Dampfmaschinenarbeiter dabei. Nicht alle ganz heil. Zwei sind top, drei haben schon ein paar Kleinigkeiten, wo ihnen irgendwas fehlt. Aber trotzdem schöner Arbeitertrupp mit noch ein paar Palettenkästen, die man losschicken kann, der dann ein bisschen Dampfmaschinenmaterial besorgt. Ihr seht, Maschine hält auch wirklich gut Druck, obwohl sie jetzt hier läuft und nicht mehr im Strom angeschlossen ist. Schöner Kessel. Damit ihr das Ganze natürlich auch vernünftig betreiben könnt, ist die Bedienungsanleitung dabei. Hier sind nochmal zwei Sicherheitszettel dabei. Gebrauchsanweisung für die Pfeife, den Kettenzug oben auf dem Gewicht und so wie das verzogen ist. Einmal nur original Vilesco-Dampfmaschinenöl verwenden und noch ein schönes altes, müsste auch 80er Jahre Prospekt sein, der Firma Wilhelm Schröder. Ja, wir lassen sie nochmal laufen. Schöner Lauf, heftiger Lauf. Wie man so ein Dampfmaschinen mag, das zeigen sie jetzt hier auch mal von allen Seiten. Jetzt hier natürlich mit ein bisschen Kondenswasser ganz gut geschmuddelt, aber das gehört bei Dampfmaschinen dazu. Ihr könnt sehen, wirklich guter Zustand, kein Rost, keine groben Spuren. Am Schwungrad irgendwo hier ist eine ganz kleine Macke drin. 35 Jahre ganz spurlos gehen sie halt doch nicht immer vorbei. Und auch hier auf der Rückseite vom Kesselhaus. Alles ordentlich, alles schön. Foto von unten mache ich natürlich auch nochmal. Packe ich in die Bilder mit rein. Ja, schönes Set. Tolles Spielzeug. Wie immer, wenn irgendwelche Fragen sind, super gerne stellen. Ansonsten hoffe ich, dass sich jemand findet, der viel Spaß damit haben wird. Und sage vielen Dank.